Heute lernt ihr, die perfekte graue Wandfarbe für euer Zuhause zu finden. Es ist nicht einfach, den richtigen Ton zu finden. Es gibt so viele Angebote. Es gibt Beige, Grisch, Sand, Moon, wie sie alle heißen. Was ist denn jetzt die richtige für euren Raum? Wir nehmen euch heute an der Hand und zeigen euch, wie ihr mit einfachen Schritten die richtige Wandfarbe findet. Warum möchten alle grau streichen? Grau ist im Moment das neue Weiß. Mit Grau könnt ihr sehr, sehr viel erreichen. Ihr könnt einfach nur mit einer ganz kleinen Abtönung viel Wohnlichkeit in euren Raum bekommen. Was erwartet euch in unserem kleinen Tutorial? Also, wir gehen ein bisschen in die Theorie rein, gucken, wie funktioniert das mit der Farbenlehre, worauf müsst ihr achten. Dann schauen wir uns an, wie die Beleuchtung, die Himmelsrichtung, Einwirkungen auf die Farbe hat im Raum. Und als letztes schauen wir uns an, wie der Bestand in eurem Raum aussieht und welchen Effekt der wiederum auf die Auswahl der Wandfarbe hat. Wir legen direkt los mit der Theorie. Ihr müsst nichts mitschreiben. Wir haben für euch auch ein PDF zum Download vorbereitet. Wo ihr das findet, sehen wir am Ende des Videos. Und wir fangen jetzt direkt an mit dem Thema Farbenlehre. Es geht um Farben verstehen. Und zwar einmal kurz in die Farbenlehre hineintauchen. Alle Farben bestehen eigentlich aus drei Grundtönen. Gelb, Blau und Rot. Und alle Grautöne werden aus diesen drei Farben gemischt. Wenn wir die Farben mischen, nehmen wir zum Beispiel Gelb und Blau und steht Grün. Mit Gelb und Rot kommen wir bei so einem Orangeton raus. Das kennt, glaube ich, jeder von seinem Wassermalfarbkasten aus der Schule. So. Das Wichtigste aber an dieser ganzen Geschichte ist, dass sich Farben in kalt und in warm teilen. Das ist total relevant für die grauen Töne. Kalte Farben oder kalte Grautöne mischen sich eben aus Teilen Blau, Grün und so eine Art Violett. Und auf der warmen Seite ist eben Gelb-Rot. So, dann mal als Beispiel graue Töne. Einmal zur Theorie. Jetzt habe ich mal die graue Farbkarte aufgemacht und grau, kalt, warm, wie? Also ganz einfach. Wir gucken einfach ein bisschen genauer hin. Und zwar, wenn man zum Beispiel in diese Richtung schaut, die ist kalt. Und ganz auf der rechten Seite sind wir bei den warmen Tönen. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, bei den warmen Tönen, oder vielleicht könnt ihr es auch schon sehen, ist sehr viel Rot mit dabei. Auf dieser kleinen Farbkarte ist es ein bisschen schwierig. Ich hole gleich mal die große. Und auf dieser Seite ist ganz viel Blau drin. So, den kleinen Muster schwierig zu sehen, aber jetzt gehen wir mal zu den großen. Das hier. Da ist sehr viel Rot drin. Wichtig ist, das einfach mal beim Tageslicht anzugucken. Vielleicht geht ihr einfach mal raus und guckt es draußen an, wenn ihr euch unsicher seid. Aber wenn ich jetzt mal den kalten Ton daneben halte, kann man eigentlich relativ eindeutig sehen, dass es blau ist. Und somit haben wir einmal kalt und einmal warm im Extrem. So viel erstmal zur Theorie. Das ist quasi die Wandfarbe. Und wenn wir uns das Ganze im Raum mal angucken, wir haben da mal ein Foto vorbereitet, sieht es ungefähr so aus. Wenn wir jetzt beim Thema Raum sind, geht es natürlich auch um die Beleuchtung. Also rein in der Theorie kann man sagen, dass Räume, die Richtung Norden bzw. Nordosten ausgerichtet sind, die Beleuchtung eher fahl, kalt und diffus ist. Deswegen richtet man auch Wohnräume eher nach Süden und Südwesten aus, weil man dort eben ein warmes Licht bekommt, das sehr wohnlich und angenehm ist. So, wir sind jetzt bei mir im Büro. Und wenn ihr nicht wisst, wie euer Raum ausgerichtet ist, nicht leichter als das, einfach mal kurz auf eine App gucken. Das heißt, hier ist Westen und da ist Norden. Also, wir sind ganz klar auf der kalten Seite der Beleuchtung. Also, was haben wir bis jetzt gelernt? Wir haben uns angeschaut, wie die Farbenlehre funktioniert. Es gibt dort kalte und warme Farben. Das gleiche gilt auch für die Ausrichtung des Raumes. Auch hier haben wir gesehen, es gibt
kaltes und warmes Licht. Und jetzt als letztes schauen wir uns den Bestand an. Und welche Überraschung, auch hier gibt es kalte und warme Farben. So, also. Wir haben mal was vorbereitet, eine kleine Materialcollage. Hier sind wir im kalten Bereich und hier im warmen Bereich. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Art von Fliesenboden mit einem blauen Unterton. Wir sind weiß in den Möbeln beispielsweise. Weiß ist neutral, tendenziell würde ich eher sagen, hier könnte es eher in die kühle Richtung gehen, dass ein ganz Hauch von Blau vielleicht mit drin ist. Auch hier metallisch und Glas ist natürlich sehr kalt. Leder, schwarz. Schwarz ist auch eher neutral bis hin zum kühlen Unterton. Und dann nochmal ein Teppich in einer Art Grau, wie man sehen kann, mit so einem leichten Blauschimmer. Also es ist relativ kalt hier. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Da sind wir ganz klar warm. Wir haben Nussbaumparkett. Wir haben beige-Töne mit Untertönen in Gelb und in Rot. Wir haben Braun, das ist ganz klar viel Rot drin, auch hier mit braunen Nuancen. Das heißt, hier sind wir sehr warm, auch nochmal ein warmes Metall wie Messing und als Kontrast ein neutrales Weiß. So, also wir haben jetzt einiges gelernt, worauf wir achten müssen und jetzt können wir einfach mal durch unseren ganz einfachen Leitfaden durchgehen. Wir gucken uns jetzt einfach mal die kalte Nummer an und zwar, wir haben eine Ausrichtung nach Norden, wir haben einen kalten Boden. Die Einrichtung ist auch relativ kalt, wie es bei unserem ersten Beispiel hier. Und dann gehen wir nach unten und sehen, wie jetzt zum Beispiel hier, Urban Grey, wäre jetzt genau unser Farbton. Jetzt schwenken wir mal rüber und gucken uns das Ganze mal live an im Raum. Also, das wäre sozusagen hier das, was wir vorhin besprochen haben. Jetzt halten wir das einfach mal dazu. Das wäre zum Beispiel eine aus dieser Farbreihe, die hellere Variante und hier die dunklere. So, jetzt werdet ihr schreien und sagen, oh mein Gott, das ist doch viel zu dunkel. Nein, ist es nicht. Wir haben eine nördliche Ausrichtung, ein diffuses Licht, das macht alles sehr kahl und wäscht es sozusagen aus. Deswegen müssen wir mit etwas dunkleren, intensiveren Farben reagieren. Und das tun wir so. So, jetzt gehen wir nochmal durch das zweite Beispiel um die warme Nummer. Also Ausrichtung nach Süden, dann warme Bodenbeläge beispielsweise, wie bei uns der Parkett, warme Einrichtung. Und dann kommen wir hier unten raus. So, da können wir uns jetzt was aussuchen. Also wir gehen in die warme Richtung bei der Wandfarbe, das heißt entweder mit einem gelben oder einem roten Unterton. So, jetzt gucken wir mal hier rein in unsere Collage. Da sehen wir, wir haben Möbel und Bodenbeläge und alles. Das hat so einen leichten Gelbstich. Deswegen haben wir uns für eine gelbere Variante entschieden. Also wir gehen eher in so eine Taupe-Richtung. Von der Helligkeit dürfen wir uns das Ganze aussuchen. Wir könnten zum Beispiel Mortar nehmen. Das ist ein relativ heller Ton, weil wir ja nicht das Problem haben, dass es diffus oder kühl wirkt. Oder wir können in die dunklere Richtung gehen. So, das Ganze war jetzt relativ einleuchtend. Jetzt gucken wir uns doch einfach mal an, wie es aussieht, wenn wir die beiden Empfehlungen mal vertauschen, wie das wirkt. Also ich habe jetzt mal die Wandfarbe von vorhin und lege die dazu. Muss ich sagen, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht machen. Auch hier wäre mir der Kontrast einfach zu groß. Manche sagen, die Farben beißen sich. Genau, würde ich auch so sehen. Würde ich nicht empfehlen. So, dann machen wir das gleiche mal in der kalten Nummer. Wenn wir jetzt mal einen Unterton in Rot oder einen Unterton in Gelb dazu halten, sind wir auch relativ zügig. Irgendwie wirkt es komisch. Es passt einfach nicht, es beißt sich. Ich habe das Ganze mal auf der Materialcollage angeguckt. In live ist es aber, finde ich, noch mal ein bisschen besser zu verstehen. Als Beispiel, der Teppich hat wieder einen blauen Unterton oder einen blau-grünen Unterton, ist also kalt. Wir haben vorhin gesehen, die Himmelsausrichtung ist gegen Norden, das heißt kaltes Licht. Und jetzt gucken wir uns einfach mal die Auswahl an,
was passt und was nicht passt. Hier sind wir bei einem roten Unterton, würde ich sagen, nee, passt überhaupt nicht. Hier haben wir die gelb-grünen Untertöne, passen auch leider nicht. Also, was ist die Logik? Wir würden hier auf die dunklen, kalten Töne gehen. Jetzt sind wir auch schon durch mit unserer kleinen Anleitung. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wenn ihr mal genau nachlesen wollt, welche Farbe genau wie zu kombinieren ist und wie sich das mit den warmen und den kalten Tönen verhält, haben wir einen Link für euch vorbereitet zum Tutorial als PDF zum Downloaden. Viel Freude beim Streichen wünsche ich euch.